auch, sondern von der Tourismusschule Bad Hofgastein, Viktoria Adensammer zum Thema Jugend. Großen Applaus, bitte. Hallo ihr Lieben, ihr alle habt ein Handy, oder? Ich, Viktoria Adensammer, 16 Jahre alt und Schülerin der Tourismusschule Bad Hofgastein, möchte euch nun einige Anregungen zum Nachdenken betreffs Handynutzung geben. Wenn ich mit meinen Freunden in der Öffentlichkeit rumalber und uns ältere Personen mit der Aussage, ach, die Jugend von heute, immer nur im Handy entgegenkommen, muss ich die Augen rollen und schmunzeln. Ich bin mir sicher, dass diese Person, die so etwas äußert, in ihrer Jugend genauso mit Freunden rumgealbert hat wie wir. Ich meine, jeder ist mal jung und jeder macht mal Blödsinn. Das gehört zur Entwicklungsphase wie das Amen ins Gebet. Aber wieso sagt diese Person das? Nur weil wir miteinander auf ein Smartphone schauen, uns lustige Videos reinziehen und gemeinsam darüber lachen, sind wir doch keine Aussätzigen, oder? Ich bin mit meinem Handy aufgewachsen. Seit meinem 5. Lebensjahr ist es mein ständiger Begleiter. Anfangs war es noch ein Handy und heute ist es ein Smartphone bzw. ein Minicomputer. Fotografieren, Chatten, Internetsurfen, Facebooken und Snapchatten sind alles ganz normale Tätigkeiten. Aber bergen diese Dinge nicht auch große Gefahren? Ich zum Beispiel lasse mich durch mein Handy sehr leicht ablenken. Meistens genau dann, wenn ich lernen sollte. Dann habe ich den Drang dazu, meine ganzen Social-Media-Plattformen durchzuschauen. Letztens habe ich mit einer Freundin im Internat für die Schularbeit am darauffolgenden Tag gelernt. Wir beide hatten das Bedürfnis, das Handy die ganze Zeit in der Hand zu haben und jeder Nachricht zu antworten, die gerade reinkam. Wer lernt denn schon lieber Mathe, als mit Freunden zu chatten? Ich nicht. Geht es euch nicht auch oft so? Also haben wir beschlossen, dass wir das Handy in den Spind draußen vor der Tür legen. Wer den Spind zuerst öffnet, muss dem anderen, weil er es nicht mehr aushält, muss dem anderen einen Dürüm zahlen. Es war hilfreich. Wir beide haben die Prüfung positiv geschafft und ich habe einen gratis Dürüm bekommen. Ist es nicht für den einen oder anderen von euch auch eine gute Idee? In der Schule, wenn wir wieder ein Thema bearbeiten, das mich nicht so interessiert, greife ich unter der Bank zum Handy. Oft fällt es den Lehrern nicht auf, aber wenn, dann gibt es wieder Zoff. Aber es ist doch Alltag, dass wir Schüler unser Handy nutzen, oder? Manchmal fühlt sich ein Lehrer gestört und bezeichnet uns als respektlos. Obwohl wir das wirklich nicht so empfinden. Wenn wir aber nicht erwischt werden, wird der Lehrstoff weiter bearbeitet und wir verstehen ihn meist nicht. Also wäre es wohl doch besser, das Handy nicht zu nutzen. Aber oft fällt uns Schülern das gar nicht so auf, weil für uns das Handy ganz normal ist. Ich meine, was ist das Erste, was ihr macht, bevor ihr in der Früh macht? Aufstehen und aufs Handy schauen. Und was ist das Letzte, was ihr macht, bevor ihr schlafen geht? Aufs Handy schauen, oder? Wisst ihr aber, dass das Handy euch schlechter schlafen lässt? Das Blaulicht vom Handy-Display lässt den Melatoninspiegel sinken. Melatonin ist das Hormon, das euch einschlafen lässt, wenn es dunkel ist. Aber warum hat das Handy so einen Suchtfaktor? Ich zum Beispiel bin ein Mensch, der in der Früh aufwacht und sich schon wieder aufs Bett am Abend freut. Und es jeden Morgen bereut, dass ich am Abend mein Handy so lange in der Hand gehabt habe, weil ich dann ewig nicht einschlafen konnte. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so geht. Aber ich kann nicht anders. Eine Studie hat erwiesen, dass 98% der Leute, sowohl jung als auch alt, in unangenehmen Situationen auf ihr Smartphone schauen. Weil ich gerade auch die Älteren erwähnt habe. Wie viele unter euch haben Großeltern oder ältere Familienangehörige, die ein moderneres Smartphone besitzen als ihr? Im Februar hat unsere Nachbarin ihren 92. Geburtstag gefeiert und ich habe erklären müssen, wie sie mit dem Geburtstagsgeschenk, einem iPhone 6S Plus, umgeht. Selbstverständlich habe ich geholfen, aber ich stand da und habe mir gedacht, warum eine 92-jährige Frau ein moderneres Handy hat als ich. Sie kann es doch gar nicht nutzen. Eine Antwort auf meine Frage habe ich bis heute nicht bekommen. Aber vielleicht möchte sie einfach nur modern oder up-to-date sein? Vergangene Woche sind wir mit der gesamten Klasse nach Salzburg gefahren und haben uns ein paar Restaurants angeschaut und Vorträge angehört. Wir haben Platz genommen und das Erste, was wir gemacht haben, war,
unsere Handys rauszuholen. Es war kein Unterricht und momentan auch kein Vortrag. Und wenn wir reden dürfen, dürfen wir doch auch aufs Handy schauen, oder? Ich bin Wochenpendlerin. Da ich in Wien wohne und in Bad Hofgastein in die Schule gehe, habe ich jeden Freitag und Sonntag eine 5-stündige Zugfahrt vor mir, die ich ohne meinem Handy ehrlich gesagt nicht überleben würde. Ich höre Musik, chatte mit Freunden oder telefoniere. Wenn ich dann mal meinen Platz verlasse, um die Toilette aufzusuchen, habe ich Angst, dass mein Handy gestohlen wird. Darum nehme ich es einfach mit, egal wohin ich gehe. Letztens hat mich eine Freundin angerufen, als ich im Zug gerade aus dem Klo rausging. Selbstverständlich habe ich abgehoben. Dann kam mir eine ältere Frau entgegen, die gesehen hat, dass ich gerade mit dem Handy in der Hand aus der Toilette rausgegangen bin und hat mich angemault, dass die Jugend von heute überall mit ihren Handys ist, sogar im Klo. Ich habe sie einfach nur angelächelt und mir gedacht, dass sie auch überall mit ihrer Handtasche rumgeht, weil sie dort ihre ganzen Wertsachen drin hat. Ich habe wenigstens nur ein kleines Ding, das auch in meine Hosentasche passt. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, habt ihr euch bei einigen Situationen bzw. beobachtet bzw. ertappt gefühlt? Ja? Dann sollten wir uns alle überlegen, dass das Handy eigentlich uns dienen sollte und wir heutzutage der Knecht des Handys sind. Das sollten wir dringend ändern. Viel Erfolg dabei. Dankeschön vielmals, liebe Viktoria. So, du hast gesagt, ab 5 hast du dein erstes Handy gehabt, aber so ein Spielzeug-Handy oder ein echtes? Ja, so ein kleines Nokia, so ein unzerstörbares. Also richtig schon ab 5, okay. Ja. Und was hast du momentan für eins? Ein Samsung Galaxy S6. Handyentzug, hast du erzählt die Geschichte zum Lernen? Ja. Hast du es seitdem schon mal öfters gemacht, einfach ja. so? Hat auch was gebracht? Ja, voll. Das heißt, das kannst du empfehlen? Ja, genau. Gut, du hast doch gesagt, selbstverständlich hebe ich ab. Warum ist das selbstverständlich? Weil, da, ja, das hat eine Hintergrundgeschichte auch noch gehabt, weil wir haben da halt so voll wichtige Dinge zu besprechen gehabt. Und was denn zum Beispiel? Ja, das... Nein, nein, okay, muss ja nicht sein. Nein, 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 nein. Das gehört nicht zum Bewerb dazu. Also, du hebst sozusagen ab, weil bei mir geht es so, ich habe keine Box an und ich hebe ganz oft nicht ab, weil ich einfach keine Lust habe. Aber du empfindest das sozusagen als unhöflich wahrscheinlich, wenn man dann nicht gleich rangeht. Na, also... Ich meine, wenn ich mein Handy jetzt in der Hand habe und ich nicht gerade im Gespräch mit einer anderen Person bin oder so, dann hebe ich schon ab. Und in dem Moment war es einfach selbstverständlich. Mhm. Danke vielmals, dein Applaus. Dankeschön, Viktoria Adensammer. Jetzt muss ich mal eine ganz kurze Lanze für die Lehrerinnen und Lehrer brechen, weil ich komme aus einer alten Lehrerfamilie.